Ey! Zeit für ein Upgrade, Baby. Kommt mal mit ran, meine Lieben. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben vor Ewigkeiten mit Dampf begonnen. Wir haben lange mit Dampf gearbeitet. Allerdings muss man sagen, kommt das andere Gerät etwas an seine Grenzen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, es wird Zeit, ein wirklich tolles Gerät, hoffentlich tolles Gerät mit tollen Leistungsdaten hier zu besorgen. Haben wir jetzt da und das wollen wir uns in diesem Video mal ausgiebig anschauen. Wir werden jetzt erstmal so ein kleines Unboxing machen. Ich habe hier so ein bisschen Spielerkind vorbereitet. Ist auch wirklich mein Auto, Schweinerei, könnt ihr sagen. Schimpft den Bart aus, da klebt selbst das Geld in der Mittelkonsole. Waren bestimmt die Kinder. Hier haben wir auch Sitzen, Schienen und Co. Wir wollen den Kollegen, wie gesagt, ausgiebig testen in mehreren Videos. Wir werden uns den jetzt erstmal anschauen, auspacken. Ich will das so neutral wie möglich halten, deswegen habe ich selber noch nicht reingeguckt. Schauen wir uns mal an, wie das Gerät aufgebaut wird, wie lange es dauert, wie viel Druck haben wir denn hier überhaupt und so weiter und so fort. Lasst uns gemeinsam reinschauen. Hier oben sieht man es schon, wir haben die Comfort Edition. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Schauen wir erstmal hier ins Paket rein. Das Erste, was uns entgegenkommt, ist die Betriebsanleitung mit Zusatzmaterial. Fegen wir einmal direkt durch. Wie gesagt, hier kurz knackig die Betriebsanleitung. Auf der nächsten Seite Ausstattung, Komfort. Es gibt verschiedene Geräte, es gibt verschiedene Pakete sozusagen. Unten in der Videobeschreibung ist für euch der Shop verlinkt. Da gibt es noch einen tollen Rabattcode. Wir haben jetzt hier die Variante, eigentlich die stärkste. Zeigen wir euch auch gleich nochmal, warum. Steht auch auf der Seite auf dem Paket drauf. Es gibt einmal hier die Drache 2270 und dann gibt es aber noch mal die 2270 Plus. Die hat nämlich noch mal eine Zusatzfunktion. Schauen wir uns natürlich gleich noch einmal an. Ansonsten haben wir jetzt hier noch mal, wo kann es eingesetzt werden? Sachen, die man sich noch dazu bestellen kann. 8 Tipps. Tücher waschen. Bitte einmal bei 40 bis 60 Grad vor Gebrauch waschen. Das steht nämlich hier auch noch mal drauf, dass das Ganze ohne Weichspüler und sonstiges gemacht wird. Ist ein wichtiger Hinweis. Hat den Hintergrund, dass die Sachen genauso wie Handtücher einfach saugfähiger sind, wenn sie einmal vorab gewaschen sind und vor allen Dingen auch nicht fusseln. Die 8 Tipps werden wir uns mal direkt hier beiseite legen. Wie gesagt, Gerät ist für mich komplett unbekannt. Bin ich auch gespannt. Mikrofasertücher sind jetzt hier am Start verschiedene. Hier haben wir das Stromkabel und das sind jetzt hier diese ganzen Überzieher, die nachher dann auf diese ganzen Dampfgeräte raufkommen, auf die Adapter raufkommen, zum Beispiel zum Polsterreinigen, Scheibenreinigen. Das alles vorab einmal waschen, deswegen werden wir das jetzt hier auch nochmal beiseite machen. Wir werden natürlich ein gesondertes Video dazu machen, ob es sich lohnt für Polster, ob es sich lohnt für Scheiben, wobei, das kann ich schon vorab sagen, hinter der Kamera freut sie sich nämlich schon, denn im Haushalt ist der andere auch wirklich sehr, sehr stark. Allerdings in der Fahrzeugaufbereitung fehlt es manchmal an Druck und bei dem Gerät soll das eben nicht so sein. Gerade Sitzschienen, Motorräume, wo man auch mal was wegpusten, fegen muss, ja, da war der andere Kollege etwas schwächer. Dampfdrache Barista. Für einen perfekten Kaffeeautomaten. Nee, dafür soll es nicht sein. Ich habe hier mal kurz überflogen. Es soll wirklich zur Vorbeugung vom Kalk sein. Also sprich in das Wasser, was ihr nachher ins Gerät einfüllt, noch mal 2, 3 Sprühstöße rein. Und soll dann, wie gesagt, vorbeugen, dass sich da Kalk drin bildet. Auf jeden Fall sehr schön, dass das hier auch noch mit im Lieferumfang enthalten ist. Wir müssen jetzt hier mal irgendwie ein bisschen schöner platzieren. Sieht ja aus hier wie beide. Tücher, Barista und eine Kochhaube. Nee, dafür ist sie nicht. Aber hier sieht man es schon, ne? Deswegen vorab einmal waschen. Schauen wir weiter. Ey, ihr müsst echt aufpassen, in diesen Kanten sind überall noch Sachen drin. Powerdüse, die auf jeden Fall auch sehr, sehr massiv aussieht. Ich möchte jetzt hier keinen Vergleich machen, aber bei der anderen muss man echt aufpassen. Also sieht hier wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Hier haben wir so einen Sponge-Überzieher, da müsst ihr natürlich aufpassen. Das ist hier so ein ganz, ganz bekannter Glitzy-Schwamm. Auf gar keinen Fall auf dem Lack anwenden, auf gar keinen Fall auf irgendwelche Displays oder sonstiges anwenden. Sowas ist dann wirklich was für einen Grillbereich, für Töpfe, Pfannen und sonstiges, die das abkönnen. Aber macht's bitte nicht auf irgendwelchen Lacken. Clever verpackt hier, wa? Muss man ja sagen. Zack. Das werden wahrscheinlich diese Bodentücher sein, die nachher zum Festklipsen sind. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Nichts kaputt machen, Herr Bartz. Alter, der ist schwer. Nee, ist er nicht. Oh, guck mal, da unten ist noch mehr. Das ist eine riesen Wundertüte. Da ist das Schmuckstück. Von der Größe her extrem kompakt, muss man sagen, oder? Also das ist ja wirklich hier zwei Handflächen. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier ein Digital-Display oben drauf. Stromkabel, 5 Meter lang, Schlauchlänge nochmal 3 Meter. Also ist es nachher auf jeden Fall easy, da auch gerade im Fahrzeuginnenraum überall ranzukommen. Schau mal. Da ist nichts mit Plastikrädern. Schöne Gummiräder dran. Gerät wandert hier auf jeden Fall komplett easy über den Fliesenboden. Perfekt. Schau mal, wie viel Equipment hätten Sie gern? Alter, hast du auf jeden Fall für dein Geld. Ist ordentlich, ist aber halt auch Komfort, ne? Jetzt Paket. Ist aber ja. Komfortpaket. Aber halt super, ne? Ja, muss man sagen.
Vor allen Dingen ist das Paket total durchdacht, wa? Ja. So immer Päckchen auf Päckchen auf Päckchen. Also achtet auf jeden Fall drauf, nichts wegzuschmeißen. Wenn das Ganze nachher so gefaltet ist, dann könnt ihr da drin sich nachher eure Powerdüse verstecken. Ist das Päckchen leer und hier haben wir jetzt die ganzen Zusatzsachen. Und da muss man wirklich sagen, für das Geld bekommt man hier auf jeden Fall auch ordentlich viel Zubehör. Schaut mal hier. Oh, die ist hochwertig schon. Jetzt haben wir nämlich hier diese zwei Tasten belegt, weil wir haben nämlich hier nachher noch eine Sprühwasserfunktion. Das hat nämlich der Plus und der normale nicht. Schlauchlänge, wie gesagt, sind glaube ich 3 Meter. Pi mal Daumen. Ja, 3 Meter würde ich schon sagen. Steckadapter, schauen wir uns an. Einmal hier mit dem Elektroanschluss, einmal hier mit diesen Gummidüsen. Und dann haben sie es auch clever gemacht, dass es wirklich nur in eine Richtung reingeht. Und wir den reinstecken. Guck mal. Manchmal ist es ein Nippelchen im Loch und schon ist das Problem gelöst. Kann auf jeden Fall nicht rauswandern. Der Kollege geht auf jeden Fall easy reinzustecken. Jo, Schlauchlänge, schaut es euch an, auf easy 3 Meter. Dann haben wir hier in unserer Box noch die Bodendüsen drin und dafür sind nämlich auch diese Tücher. Dann wird das Ganze nämlich hier nachher rumgelegt und dann klipst man das Ganze nämlich einfach hier fest. Ist auf jeden Fall auch sehr schön und schnell und fix gemacht und schon kann man hier seine Fliesen, Teppiche und sonstiges reinigen. Hier haben wir nochmal diesen Schieber, das ist auch nochmal erklärt. Hier ist jetzt das Schloss offen, also sprich der Kollege ist komplett beweglich. Mittelstellung, Mittelstellung können wir abziehen, okay. Und Close ist dann hier, da bleibt der Kollege steif, würde man fast sagen, wa? Aber steif ist natürlich auch schön, gerade wenn man jetzt hier oben an der Decke zum Beispiel arbeiten würde, dass das Ganze hier nicht umherwabbelt. In der Aufbereitung natürlich eher nicht so oft vertreten, allerdings beim Fliesenboden und gerade Büroboden, Linoleum und Co. ist das eine Freude. Dampfreiniger macht allgemein im Haushalt richtig Spaß, weil gerade da kann er wirklich überall angewendet werden. Ansonsten haben wir hier noch diese ganzen Verlängerungsrohre. Zack, schon kannst du loslegen hier. Vor allen Dingen stelle ich gerade fest, guck mal, diese Verlängerungsrohre passen nachher selbst auf deine Powerdüse. Verlängerungsrohre auch mit am Start, das wird natürlich unsere Hauptzusammenstellung sein. Dann haben wir hier den Kollegen noch, hier auch wieder mit den Tüchern nachher oben drüber, gerade bei Polstern. Dann haben wir hier noch sämtliche Düsen drin, wofür dann nachher auch diese ganzen Überzieher und Aufsätze sind, zum Beispiel so ein Schwamm. Das hier zum Beispiel eins ist auch, habe ich mal vorab gelesen, für so einen Abfluss. Wo du dann so einen Abfluss freikriegen kannst, wo Haare oder sonstiges nachher sich wieder ablösen können. Total cool. Natürlich eher für einen Haushaltsbetrieb, aber die Düsen hier, die sind auf jeden Fall interessant. Und guck mal, hier haben wir auch verschiedene. Ne? Das ist auch wieder so eine Düse, die man vielleicht nicht auf dem Display anwenden sollte. Das ist nämlich eine richtige, ich würde sagen, Edelstahlbürste. Hier haben wir so eine richtig feine Rosshaarbürste. Hier haben wir so eine Kunststoffbürsten. Das ist natürlich, gerade wenn man so Kunststoff hat, Einstiege und sonstiges, wo das nachher richtig verschmutzt drin ist, da lässt sich das dann schön reinigen. Schau mal hier. Echt praktisch, dass sie so viele verschiedene. Ja, voll. Voll. Für alles was dabei, würde ich sagen. Die wird wahrscheinlich hier am meisten im Betrieb sein, gerade bei Kunststoffbatterien oder halt ohne Aufsatz. Und der geht hier auch wirklich easy going rauf. Leicht draufstecken, einmal verdrehen und schon ist das Ganze hier komplett fest. Jetzt geht's ran, Gerät zu befüllen. Dafür haben wir hier auch so eine obercoole Flasche bekommen. Gerät ist draußen, ganze Equipment ist komplett draußen. Ihr kriegt auf jeden Fall hier eine Menge bei diesem ganzen Komfortpaket mit, was ich jetzt auch noch gesehen habe. Hier hat das Gerät nochmal, wenn es verkalkt ist oder man den Kalk ablassen möchte, hier unten nämlich nochmal so einen Anschluss dran. Und da könnt ihr nämlich nachher den Kalk ablassen sozusagen. Dafür habt ihr dann dieses Werkzeug hier und könnt das dann quasi hier unten aufdrehen und dann quasi den Kalk rausbröseln lassen. Schöne Sache. Deswegen nicht verlieren oder starke Hände haben. Ansonsten wollen wir das Gerät jetzt natürlich mal in Betrieb nehmen. Das erste, was wir machen, ist, den Kollegen zu befüllen. Da gab es jetzt noch diese Flasche hier mit dazu. Das ist so wie bei Stilgeräten oder sonstiges, wer es kennt. Auf jeden Fall schön, denn so kann nichts auslaufen. Hier hinten ist der Einfüllstutzen. Kannst ja mal kurz reinschauen. Der ist nämlich relativ klein gehalten, ist auch ganz smart hier zu öffnen, aber wenn man jetzt natürlich hier mit einem Trichter anfängt reinzufüllen, ja klar, da muss man vorsichtig sein mit so einer Flasche, ist das natürlich easy, so kommt nichts raus, drückt man hier rauf, dann ist das Gerät hier nachher schnell befüllt. Was auf jeden Fall hier auch steht, ich habe mir nämlich mal diese ganzen Punkte hier durchgelesen, ist nämlich auch sehr interessant, Erstbefüllung mit Wasser, beachten Sie, dass bei der Erstbefüllung eine größere Wassermenge benötigt wird und das Gerät dadurch lauter pumpt. Warum brauchen wir eine größere Wassermenge? Wir haben hier sozusagen zwei Kessel, wir haben hier diesen Frischwassertank hinten drin.
und den eigentlichen Kessel, der das aufheizt. Hat natürlich den Vorteil, dass wir immer kontinuierlich mit dem Gerät hier arbeiten können. Natürlich sind jetzt beide Kessel komplett leer, deswegen werden wir den Kollegen jetzt hier erstmal komplett befüllen. Ich bin auch gespannt, wie laut ist denn das erste Mal anmachen. Ich finde diese Tipps hier auf jeden Fall richtig gut, die hier drauf geschrieben wurden. Können wir nochmal durchgehen. Kondenswasser, beachten Sie das durch die Temperaturunterschiede, und das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn der Schlauch jetzt sozusagen noch kalt ist und der Dampftrache hier schon komplett aufgeheizt ist, entsteht natürlich Kondenswasser, solange der Schlauch hier kühl ist. Also sprich, soll man erstmal beim Arbeiten das Ganze in ein Tuch nochmal reindampfen, weil dann erstmal ja, Wassertropfen kommt und kein richtiger Tropfendampf. War bei dem anderen Dampfreiniger auch so. Aber schauen wir uns gleich nochmal an. Wir befüllen erstmal das Gerät, starten das Gerät, schauen uns nochmal die Bedienelemente an. Bin ich auch sehr gespannt, weil das finde ich hier wirklich richtig schick gehalten. Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt hier nicht mehr so ein Drehknöpfchen haben. Wir können das Ganze nämlich hier komplett von unserer Fernbedienung nachher bedienen. Ich echt gespannt. Machen wir mal drei Füllungen hier rein. Randvoll das Ding. Mehr hat nicht von ihm passt. Deckel Nuff. Aber eigentlich müsste er jetzt in den Antrank rüberpumpen. Bin gespannt. Auf jeden Fall, was mir auch schon aufgefallen ist, das sieht zwar aus wie ein Kunststoffgehäuse hier, aber das muss Edelstahl sein oder so. Komplett hochwertig und vor allen Dingen hier, damit man es nicht zerbeult, nochmal einen Schutzrand drum. Na, ich denke mal, es geht nicht ums Gerät. Es geht darum, wenn man irgendwo anlegt, dass man da nichts beschädigt. Also ich finde das Gerät auf jeden Fall so dermaßen kompakt und schön gehalten. Vor allen Dingen hochwertig, schön in Weiß. Ey, passt wirklich perfekt und gerade auch für den Hals. Ich seh schon eine, die mir das Ding hier abstaubt jede Woche. Stecker rein. Welcome, sagt er. Komm, ich drück mal den. Oh doch. Oh, hast du gehört? Einmal ganz kurz. Nee, hat er laut gemacht? Jetzt ist aber schon voll leise. Man hört, dass er ein bisschen wie Luft zieht, so, ne? Und dadurch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie er das zweite Mal nachpumpt. Wir sehen jetzt hier vorne die Lampe leuchten. Total eigentlich easy erklärt. Solange die hier blinkt, funktioniert es noch nicht. Wenn sie nachher grün leuchtet, ist betriebsbereit. Das wart jetzt schon, oder was? Boiler on. Aber es blinkt noch. Solange es blinkt, kann ja eh noch nicht. Warte mal. Immer alle drücken. Das haben meine Eltern so lieb bei mir. Anstatt einfach mal was zu lesen, kommt, mach doch einfach mal. Nee, den kocht. Hör mal. Was macht er? Dampfen tut der Drache. Dampfen tut der Drache. Grisou hat schlechte Laune. Grisou hat richtig schlechte Laune. Grisou, du sollst grün machen und hier, willst du. Will er schon? Oha. Aber darf er schon? Nee, wir müssen noch warten, bis es aufhört zu blinken. Aber zwischen tut schon mit. Warte mal. Übrigens, kurzer Quick-Tipp zwischendurch, möchte ich nochmal sagen. Wenn ihr dampft, es tut nicht weh, es tut nicht allzu weh, wenn ihr euch einen Handschuh überzieht. Bei dem anderen echter Problem, da bin ich nicht auch wirklich gespannt. Da ist das nicht vorher mit dem Kondenswasser schon, der hat nicht so trocken gedampft, da ist ein bisschen Flüssigkeit nachgekommen und hast du die auf deine Haut bekommen? Ja, deswegen auch so deutlich angenehmer mit Handschuh nachher arbeiten. Aber hier bin ich, wie gesagt, auch mal gespannt, tropft danach, tropft da nicht nach, wie viel tropft davor, das finden wir gleich raus. Wenn du Lämpchen hier ausgehst, angehst. Der Gerät ist bereit. Guck mal hier. Jetzt steht nämlich hier auch Pressure 7 Bar, 170 Grad. Das möchtest du wahrscheinlich nicht dicht auf die Finger bekommen. Jetzt können wir noch mal kurz gucken mit der Pistole. Halt mal auf den Bildschirm. Einmal drücken, ist er aus. Also sprich, wir drücken und es passiert nichts. Das ist doch schon mal gut, oder? Haben wir erste Stufe, zweite. Dritter, ich will es gleich wissen. Ich möchte gleich volle Hütte haben. So, komm, wir versuchen mal, wie viel Wasser kommt jetzt hier wirklich raus, Kondenswasser? Oh, das waren Sekunden, das waren Millisekunden, wo hier Wasser rauskam, oder? Das war... Hat das Ding Dampf, oder? Mach mal mit der Kamera so, wenn nicht im Vergleich zu dem anderen, aber... Wow. Komm, wir machen mal die anderen Stufen. Wir fangen mal an mit Stufe 1. Jetzt ist er aus. Passiert nichts. Fing richtig toll. Stufe 1. Wisst ihr, was so gut ist? Mal ein Display oder so, wo du nicht so viel Druck brauchst. Das hat sie vorhin nicht umsonst gemacht. Wir werden ausführliche Videos dazu machen, aber ich sage euch, Scheiben putzen mit einem Dampfer. Es gibt nichts Krasseres. Achte mal auf diese ganzen Schlieren, die ziehen hier komplett weg. Und du hast so eine Scheibe innerhalb von Sekunden sauber, oder? Bildschirme, Scheiben, Tachos, alles. Also wirklich, also Scheibenputzen ist wirklich mega Hammer. Stufe 1, Stufe 2, bin ich mal gespannt. Ich dachte, Stufe 2 ist so wie bei dem anderen Vollgas. Verbrennst du nicht die Finger? Stufe 3. Junge, ey. Auf Wiedersehen! Was wir jetzt vergessen haben, ist unser Kalker. Den hauen wir jetzt auch noch rein. Also der soll komplett, eigentlich, manche haben so gemacht. Ich mach's natürlich nicht. Aber schauen wir mal, hier zwei Sprühstöße rein. Fertig. Muss reichen.
Komm, lass uns noch mal dampfen. Komm, wir machen jetzt hier mal vom Mercedes dieses Dreckige. Jetzt pumpt danach, es war total leise. Komm, wir schießen mal, ob wir den ganzen Dreck hier auch weggeschossen bekommen. Ja, weißt du, wie ich immer am liebsten arbeite? In Kombination mit der Tornado Gun. Oh, schau mal. Da kannst du ja gar nichts sagen, oder? Komm, die sind lose. Boah, die kleben richtig fest hier. Komm, wir versuchen mal unser Glück. Da sieht das Geld. Oh, oh, guck mal. Oh. Wollen wir mal mit der Bürste arbeiten? Guck mal. Oh, guck's dir an, ey. So fahren wir Auto, Madame. So fahren wir Auto. Kein Reiniger verwendet, nichts. Und der ganze Siff ist hier komplett weg. Guck mal, hier klebt er drauf. Pfui. Pfui Teufel, Herr Bartz. Hebebühne clean. Aber ihr seht, ihr kriegt die Sachen wirklich easygoing, sauber. Es macht noch ein bisschen mehr Spaß im Innenraum mit Kombination mit der Tornado Gun, weil man dann nämlich schön zusammenarbeiten kann. Aber ich sag mal selbst hier, die ganze Getränkesachen, die hier mal ausgelaufen sind, hier am Rand, ne? Boah, das Ding hat eine Power. Guck mal. Ist das krass? Das ist ultra mega. Hier, von deiner Schminke hier, guck da. Und das ist aber auch der Grund, warum ich jetzt ein anderes haben wollte, weil ihr seht, mit richtig viel Druck kann man solche ganzen Kanten, wo man sonst nicht richtig rankommt, richtig schön sauber machen. Komm, wir versuchen mal hier diese Sprühfunktion bei dem Plus. Knöpfchen drücken. Jetzt hören wir, wie er vorpumpt. Nee. Und was machen wir falsch? Kann nicht alles sein. Dabei kommt kein Druck. Oder müssen wir den. Ach, warte mal. Du musst bestimmt den Stream auf volle, also Wasserdampf auf volle. Und dann drücken. Und dann. Oh! War ein Hochdruck rein hier. Hast du das gesehen? Guck mal, wie viel Wasser wir hier rausgejagt haben. Die haben die Halle geflutet. Jetzt geht er wieder auf Dampf zurück. Du musst also vorpumpen. Boah, da haust du aber Wasser raus, wa? Wir kächern jetzt hier ab sofort in der Halle im Winter. Da kennst du die Halle nicht mehr wieder. Oh, beruhig dich, mein kleiner Drache. Beruhig dich. Komm, wir machen den mal wieder aus. Also ihr müsst auf jeden Fall hier, ihr drückt halten und dann feuern. Dann funktioniert das. Jetzt stellen wir ihn noch ins Wasser. Ach komm, mein kleiner Drache. Dann ziehst du dir den so hinter der Halle. Hörst gar nichts. Dann hast du hier so eine Sachen. Wir wollen nämlich auch natürlich noch mal schamponieren und so. Dann machen wir alles extra. Aber guck mal hier in diese Ecke rein. Siehst du diese verschmutzte, dreckige Ecke da? Genau auf solche Ecken kommt es nachher an. Sitzschienen und Co. Wo du einfach so nicht rankommst. Dazu eine Tornado Gun. Schaut es euch an. Die ist blitzblank sauber. Komplett verdreckte Sitzschienen. Guckt sie euch jetzt an. Klar, jetzt noch eine Tornado Gun. Bisschen nachpusten. Es ist wie vom Werk. Und genau deswegen wollte ich ihn haben, meine Lieben. Du hast hier einfach richtig Power. Aber volle Möhre. Du schießt es hier raus, in der Zeit ist es hier schon weggetrocknet. Zack, die Sitzschiene ist trocken. Ja? Passt mal auf, wir drehen. Oder wollen wir mal hier so eine Ecke von dem Sitz hier? Ist nämlich richtig versifft. Wir wollen ihn nochmal für ein anderes Video, deswegen machen wir nur so eine ganz kleine Ecke mal. Oh, ja moin. Oh, guck's dir an. Pfui Teufel. Guck dir diesen Siff an. Kein klitschnassen Sitz. Hier kannst du dich schon wieder fast draufsetzen. Der duftet wie als wenn, na hier oben nicht, aber da unten wie als wenn er von VW aussieht. Da, also Polster-Thema. Es wird was kommen. Wir drehen das Ganze nochmal um. Siehst du diese ganzen Haare? Und da war nämlich nur das Problem. Sitzschienenfett, was eigentlich nicht entfernt werden sollte, aber der Dreck soll irgendwie raus. Ich sag's dir so, wie es ist. Das Ding ist der Oberkracher. Guck's dir an, ey. Wenn wir hier jetzt mit einer Tornado Gun nachgehen, dann ist hier aber easy going. Diese ganzen Anhaftungen alle komplett raus. Guck dir bitte nochmal hier rein, wo wir jetzt reingedampft haben, kurz. Hier vorne. Und jetzt gehen wir hier rüber. Von vorher. Also ich sag's euch, meine Lieben, wir werden Freude haben. Aber so richtig. Also ich bin jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr überrascht vom Gerät. Das
kickt ja wohl alles raus. Aber wie gesagt, dazu wird es nochmal mehr Content geben, wird allgemein nochmal mehr Content zu dem Kollegen geben. Wir wollten das Ganze jetzt erstmal nur auspacken. Nächste Kfz steht schon vor der Tür, wartet mit dem Innenraum. Da bin ich gespannt, gibt es ein ausführliches Video. Wir werden die ganzen Düsen noch anwenden und so weiter und so fort. Wenn euch das Ganze jetzt schon gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Wie gesagt, wer sich so ein Gerät sichern möchte mit einem Rabattcode, steht unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, wenn ihr Fragen habt, haut es unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.